Herzlich willkommen aus dem Schnee. Es gibt ihn noch, auch in diesem Winter 2020. Man muss nur hoch genug fahren, das habe ich gemacht, bin hier in den Schweizer Alpen, natürlich mit einem Auto. Hier steht der Cupra Ateca. Cupra ist ja die von Seat emanzipierte Sportmarke und der Ateca war das erste Modell, dem sie das neue Markenlogo in diesem Kupferton in den Kühlergrill geschnallt haben. Und der trägt auch hier unten den Cupra-Schriftzug als dominantes Zeichen seiner neuen Familienherkunft. Den Cupra Ateca gibt es ja schon ein bisschen. Ich habe hier einen speziellen dabei. Das ist die Cupra Ateca Limited Edition. Eine Sonderserie, die jetzt frisch auf den Markt kommt. 1.999 Autos wird es geben weltweit. Davon knapp 1.000 Stück für Deutschland. Und die Unterschiede der Limited Edition, die möchte ich euch in diesem Video eben euch heute zeigen. Der Wagen hier ist in Graphengrau lackiert und das ist die erste Besonderheit. Und diese Farbe gibt es aktuell nur für das Sondermodell. Daneben gibt es noch einen dunkleren Grauton und ein leuchtendes Blau. Ebenso ein Zeichen der Limited Edition sind die 20 Zoll Leichtmetallfelgen, die auch diesen markentypischen Kupferton betonen. Dahinter steckt eine 18 Zoll Brembo Bremsanlage an der Vorderachse, die gleichzeitig die Spur ein bisschen verbreitert. Kupfer spielt auch eine Rolle bei den Carbon-Applikationen der Außenspiegelkappen. Die sind also hier mit diesem Kupferton durchsetzt. Und am Heck, ihr ahnt es schon, kommt auch dieser Farbton zum Tragen. Das Cupra, der Schriftzug hier unten, der Cupra-Markenschriftzug, ist in der gleichen Farbe. Der Testwagen hier hat dann noch eine Option verbaut. Für 3.750 Euro gibt es, wie beim VW T-Roc R, den ich euch ja neulich vorgestellt habe, eine Akrapovic-Abgasanlage. Auch innen hat sich einiges getan beim Sondermodell und das schauen wir uns jetzt an. Der Ateca ist ein 4,38 Meter langes Kompakt-SUV, das auf dem MQB aufbaut, dem modularen Querbaukasten. Und Platzangebot vorne, hinten und im Kofferraum ist, denke ich mal, hinlänglich bekannt. Ich beschränke mich jetzt hier eben mal auf die Limited Edition des Cupra Ateca. Hier sitzt man in sehr bequemen Schalensitzen mit Alcantara. Das gibt es in Petrolblau und Schwarz. Sie bieten guten Seitenhalt. Ich bin 1,92 groß, die meisten von euch wissen das. Habe hier trotz der integrierten Kopfstütze auch eine Kopfabstützung, die hoch genug ist. Ist ja nicht in allen diesen Sportsitzen so. Der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar, auch in der Neigung. Da kann man sich also bequem machen. Was mir fehlt, ist eine extra ausziehbare Auflage für den Oberschenkel. Das hätte ich eben ganz gerne, um hier lange Beine abzustützen. Auch im Innenraum gibt es spezielle Details. Die Carbon-Einlagen hier in der Mittelkonsole um das Bedienteil der Klimaautomatik sind auch mit diesem Kupferton durchsetzt. Genauso sehen wir das hier oben beim Rahmen um das Infotainment-System und die Lüftungsdüsen. Dann gibt es hier schwarz hochglänzende Einlässe und wir sehen auch den Kupferton hier in der Naht des Wählhebels für das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Das sortiert die Kraft aus dem 300 PS starken 2-Liter TSI-Motor. Und wenn wir jetzt schon gerade so schön dabei sind, wollen wir natürlich noch gucken, wie denn der so fährt im Cupra Ateca. Über den Drehregler in der Mittelkonsole können wir die Fahrprogramme einstellen. Wir stellen jetzt hier mal auf den schärfsten den Cupra-Modus und man kennt es ja aus vielen Konzernmodellen, kann ich mir das dann alles noch individuell hier konfigurieren. Im Cupra-Modus kommt natürlich jetzt auch die Abgasanlage mit ordentlich Sound hier zum Tragen. Auch der Rest ist Konzernware. Wir haben unverändert den 2 Liter TSI Benziner mit 221 kW, 300 PS Leistung, 400 Newtonmeter maximales Drehmoment, stehen ab 2000 Umdrehungen zur Verfügung und wir haben natürlich Allradantrieb und das merkt man hier auf teils verschneiten und rutschigen Bergstraßen. Wir haben 20 Zoll eben Felgen auf Pirelli, Sotto Zero Winterreifen und die grippen sich schon hier ganz gut rein und man kann das Auto echt gut beherrschen. Der Sound ist angenehm. Ich finde den Cupra Ateca so ein bisschen kultiger, ehrlicher als den T-Roc R, den ich euch neulich vorgestellt habe. Es passt, finde ich, zum Ateca-Paket irgendwie diese Leistung besser. Ob das jetzt auch ein bisschen an der Marke liegt, kann jeder für sich entscheiden. Auch als Seat würde er genauso sportlich fahren. Und er macht echt Spaß zu fahren, ist sehr fahrsicher. Die Sitze bieten guten Seitenhalt. Also schon ein ganz gutes Gesamtpaket, das man als Fahrer hier mit dem Auto bietet. Gut, den Verbrauch kann ich jetzt hier ebenso realitätsfremd nur sagen, wie den minimal besseren Anpressdruck vielleicht, den
eine Carbonfaser-Spoilerlippe am Dachspoiler noch hat, die auch Teil der Limited Edition ist. Jetzt sind wir hier so bei 13, 14 Liter, natürlich sportlich die Bergstraßen rauf und runter mit viel Fahren fürs Filmen und Fotografieren. Im Alltag dürfte sich das auch wie beim T-Roc eher so um die 10 Liter einpendeln, weil natürlich das Gesamtpaket des Autos das gleiche ist. Wir haben digitale Rundinstrumente, die auch gut ablesbar sind. Über das Multifunktionslenkrad kann ich mir die individuell hier konfigurieren. Die verschiedenen Anzeigen, die Navikarte großziehen, zusätzlich zum Display in der Mitte. Und ja, auch hier bietet der Ateca eben die aktuelle Konzernware. €50.615 kostet der Cupra Ateca als Limited Edition. Das ist ein stolzer Preis, knapp 6.500 € mehr als das Standardmodell. Was bekommt man dafür? Eben die 20 Zoll Felgen, die es beim normalen Cupra Ateca nicht gibt. Da kann man 19 Zöller bestellen für 1.110 € Aufpreis. Das Beats Audio System ist serienmäßig drin, das gibt es auch als Option im normalen Modell. Dann kommen wir aber zu den Sitzen, zur speziellen Lackierung, zu den optischen Details. Und da wird jetzt eben spannend herauszufinden, ob die Marke Cupra schon kultig genug ist, mit so Sonderserien eben die Fans anzustacheln, sich ein Auto zu kaufen. Die Abgasanlage gibt es auch nur hier, aber eben nochmal optional für 3.750 €. Und ich glaube, wir werden noch einige Cupra-Sondermodelle in Zukunft sehen. Vom Ateca, aber auch vom Cupra Formentor, der ja bald auf den Markt kommt, und dann vom neuen Cupra Leon, die auch beide in diesem Jahr noch auf den Markt kommen werden. Das war meine kurze Vorstellung der Cupra Ateca Limited Edition hier aus dem Schweizer Schnee. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Den Fahrbericht gibt es wie immer auf autonotizen.de. Ich verlinke das unten, klickt auch da rein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Würde mich beides sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.